Ich bin bereits zweimal in Weißrussland gewesen, im Jahr 2016 und 2017, während unserer Druzhba-Friedensfahrt nach Russland. Auf dem Rückweg sind wir per Transitvisum, haben wir einen Stopp in Minsk gemacht, aber dann direkt weitergefahren. Ich hatte also nur wenig Zeit in Weißrussland. Ich bin über ein Video von Herrn Oliver Schneemann und Dirk Pohlmann auf das Thema Hattin aufmerksam geworden. Nicht nur Hattin, sondern auch das Thema von dem Dorf Dremljevo, Kreis Jabinka. Weil Herr Schneemann einen Artikel bei Wikipedia eingestellt hat über die komplett recherchierte Geschichte des Beginns der Operation Dreieck durch die Faschisten, die das erste Dorf komplett zerstört haben, fast alle Menschen umgebracht haben. Und dieses furchtbare Verbrechen hat ein weißrussischer Historiker aus der Region über 10 Jahre per Archiv, per Beweisen im Archiv aufgearbeitet, zu Papier gebracht. Oliver Schneemann hat diesen Mann dort kennengelernt, hat das übersetzt in Deutsch und auf Wikipedia gestellt. Und dieser Artikel wurde innerhalb von 3 Minuten gelöscht. In 3 Minuten war der Artikel weg. So schnell kann man ihn nicht lesen. Und er wurde unwiderruflich gelöscht und, wie ich jetzt hörte, sogar mit der Begründung, dass vieles davon überhaupt nicht wahr ist. Also die Tragödie von nur einem Dorf, der vielen, vielen Dörfer, die vernichtet wurden, wird gesperrt, gelöscht auf Wikipedia. Das hat mich so emotional ergriffen und empört. Eine tiefe Empörung empfand ich, als ich das Video sah, dass ich sofort zum Telefonhörer griff, Dirk Pohlmann angerufen habe. Der kannte ja Oliver Schneemann, meine Freunde, mit denen ich schon länger nach Russland reise, Eingeschenkt TV. Und dann sind wir spontan mit 4 Leuten im November das erste Mal hier gewesen. Dieser erste kurze Besuch, als wir zusammensaßen mit 4 Leuten im Auto, mit Dirk Pohlmann und den anderen beiden Kollegen, haben wir gesagt, wir müssen hier nochmal im größeren Rahmen herfahren. Und da hat Oliver Schneemann den Termin gewusst, 22. März 2023, 80. Gedenktag der Vernichtung des Dorfes Hattin. Und da haben wir gesagt, da müssen wir, im Januar war das, im Januar, wir müssen versuchen, Menschen, Freunde, Friedensfreunde zu mobilisieren, uns zu begleiten, um dort gemeinsam an diesen Ort zu fahren und ein Signal zu setzen, darum geht es, ein Signal an das weißrussische Volk, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die nicht die Außenpolitik der deutschen Bundesregierung unterstützen. Ich wurde aufgefordert, dort zu sprechen. Das habe ich getan. Und im Anschluss war eine ältere Dame dort. Und es stellte sich heraus, dass diese ältere Dame die Enkelin Überlebender, oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Überlebende waren, aber es war die Enkelin von Menschen, die in Dremljevo gelebt haben. Und sie hat mir ein Foto gezeigt von ihrer Familie, die vor einem Haus standen, das damals mit vernichtet worden ist. Es war für mich ein sehr ergreifender Moment. Also ich konnte nicht anders. Musste die Frau in den Arm nehmen. Ich habe sie umarmt. Ich weiß nicht warum, aber es war mir ein innerliches Bedürfnis, das zu tun. Ich weiß, dass ich nicht schuld bin. Ich habe nichts getan. Ich persönlich war an diesen Verbrechen, die begangen worden sind, nicht beteiligt. Aber ich fühle mich ein wenig mitschuldig, da ich die Söhne, ein Sohn der Menschen bin, die damals hier waren. Mein Opa war mütterlicherseits, ist nach der Ausbildung im Alter von 21 oder 22 Jahren als junger Mann, war im Westen Deutschlands als Soldat eingesetzt. Und mein Opa väterlicherseits, der war im Krieg Lokomotivführer in der Ukraine bis Griechenland. Ich weiß, dass ich nicht schuld bin, aber es ist mir ein inneres Bedürfnis, die Geschichte aufzuarbeiten. Und zwar so, wir Deutsche
müssen durch das Tal der Erkenntnis durch. Das ist schmerzhaft, das tut weh. Aber ohne das Erkennen, was damals passiert ist, das, was Menschen anderen Menschen antun können, sehe ich keine vernünftige, keine gute Grundlage für ein Zusammenkommen unserer Völker auf Augenhöhe in Freundschaft. Ich bin da über etwas gestolpert an der Gedenkanlage Dremlewo. Und jetzt bin ich nicht jemand, der einfach aufsteht und weitergeht, sondern ich habe mich umgesehen und habe geguckt, worüber bin ich denn da gestolpert. Und die Erkenntnis, dass ich keine Ahnung hatte, was das weißrussische Volk während der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg durchleiden musste, hat mich so erschüttert, dass ich einfach beschloss, hier musst du was tun. Und ich bin so ein Mensch, der kann nicht weggucken, der muss handeln. Und hier ist Handeln angesagt. Wir Deutsche müssen hier was tun. Also habe ich beschlossen, das, was ich direkt machen kann, was ich sofort machen kann, meine Freunde darüber informieren und sagen, kommt mit. Und wir sind mit kleinen Gruppen, 3 Leute, 5 Leute, einmal 8 Leute mit 2 Autos oder auch einmal mit 12 Leuten nach Weißrussland gekommen. Ich möchte dieses Wissen verbreiten. Bei meinem ersten Besuch in Dremlewo war ein Historiker anwesend, Anatoli. Und dieser Historiker erzählte uns die Geschichte des Ortes, angefangen von der Gründung oder der ersten geschichtlichen Erwähnung bis zur vollkommenen Zerstörung. Und aus einer Eingebung heraus, mir ist immer noch rätselhaft, wo ich diese Idee hatte, aus einer Eingebung heraus habe ich ihn gebeten, mir diese Geschichte per Mail zuzuschicken. Das hat er auch getan und ich wollte sie veröffentlichen in der deutschen Wikipedia. Und dann ist etwas sehr Spannendes passiert, etwas Unglaubliches, dass dieser Bericht, das ist zum Heulen, nach 3 Minuten gelöscht wurde. Das ist unglaublich, es ist unglaublich. Also warum gibt es da ein Interesse, einen korrekt recherchierten Artikel über Tatsachen zu zensieren? Aber vielleicht sollte es genau so sein, weil dieser Vorgang hat mich so erbost, dass ich Kontakt gesucht habe zum Dirk Pohlmann, einer meiner Meinung nach einer der wenigen guten deutschen Journalisten noch in Deutschland. Und Dirk Pohlmann hat sich meine Sache angehört und ist dann mit mir in Kontakt gegangen, so dass wir ein Video gedreht haben, der immer noch auf YouTube in Deutschland, Wikihausen Nummer 74, zu sehen ist. Und seitdem entwickelt sich etwas sehr Schönes, etwas Wunderbares. Also man kann kurz sagen, die Zensur des Artikels auf Wikipedia hat genau das Gegenteil erwirkt, was diese Leute, die mich zensieren wollten, oder in dem Fall sogar Weißrussland zensieren wollten, hat dazu geführt, dass wir heute mit circa 50 Deutschen, beziehungsweise ein Österreicher, ein Schweizer und einer aus Liechtenstein, dass wir den Weg hierher gefunden haben. Also es ist, wie man im Deutschen sagt, voll in die Hose gegangen. Warum Dremlewo als erste Station vor Katyn oder Chatyn? Als ich in Dremlewo war und erfahren habe, was Schreckliches dort passiert ist, ist es nur logisch, dass bevor Chatyn besucht wird, eins dieser 186 Dörfer, was für immer verloren ist, vorher aufzusuchen, das zu sehen. Ich denke, es ist eindrucksvoller. Ich meine, die Leute, ich bin jetzt schon 10, 11, 12 Mal jetzt hier in Weißrussland. Ich habe einiges gesehen. Ich weiß im Moment viel mehr als meine deutschen Mitbürger. Daher denke ich, ist das genau der richtige Weg, diesen Eindruck zu gewinnen, dieses ehemalige Dorf Dremlewo zu sehen, zu spüren, die Energie aufzunehmen, bevor es in die große nationale Gedenkstätte Chatyn geht, wo das gesamte Ausmaß des Mordes an dem Volk Weißrusslands deutlich wird.
es sprengt ja einen dem normalen Verstand, wenn man anfängt zu verstehen, also so ging es mir. Das hat mich ja in ein Fass ohne Boden stürzen lassen, als ich verstanden habe, was hier passiert ist in Weißrussland. Wir haben die letzten Tage haben wir geredet miteinander, wie wir uns danach möglichst effektiv verhalten. Und es geht darum, dass wir haben eine große Zuschauerschaft in Deutschland. Es gibt viele Leute, die uns zuschauen, aber die Kunst wird darin bestehen, die Leute zu erreichen, die bereit sind, uns vielleicht gerade noch zuzuhören, die zweifeln, ob das alles so richtig ist. Diese Anzahl der Leute wird größer. Und dort wach, also ich würde sagen künstlerisch, zu verstehen, dass man, wie man an sie herankommen kann, um das Denken beweglicher zu bekommen. Also gerade im Westen sind wir, ich würde sagen, in einer ganz merkwürdigen mechanistischen Art. Ich habe hier in Weißrussland mehr Durchlässigkeit erlebt, überhaupt in Russland. Und darum wird es auch gehen, dass man künstlerischer an diese Probleme rangeht. Es ist extrem schwer. Es ist extrem schwer, sich aus dem Bereich der erlaubten Propaganda rauszubewegen. Dazu würde gehören, ich bin überzeugter Journalist und ich sehe das so ähnlich, ich bin Journalist und ich würde hoffen, dass wir als Journalisten eine internationale Gilde sind, die sich darauf einigt, dass wir immer hin und her rennen müssen zwischen unseren Bevölkerungen, damit wir uns gegenseitig verstehen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind in diesem Sinne auch Friedensboten. Die einzige politische Ausrichtung, die wir definitiv haben sollten, kann jeder verschieden haben, aber die wir alle haben sollten, ist, dass wir für den Frieden eintreten, für Verständigung, für Diplomatie. Wie Helmut Schmidt gesagt hat, 100 Stunden reden ist besser als eine Stunde schießen. Das ist wichtig. Ich halte das für politisches und strategisches Kalkül. Das bedeutet, viele kleine Schritte werden von der westlichen, überwiegend amerikanisch bestimmten Außenpolitik, viele kleine Schritte nacheinander begangen, um das große Ziel, Russland zu schwächen, auch als Partner Weißrussland zu schwächen, um diesem Ziel näher zu kommen, zu destabilisieren, auszugrenzen und vor allen Dingen in dem Fall, dass man solche Gräueltaten, diese furchtbare Geschichte aus der Zeit des Faschismus nicht mehr benennt. Dadurch soll natürlich das emotionale Feld abgeschnitten werden, dass man Empathie empfindet für Weißrussland, für die weißrussische Bevölkerung, auch dann für die russische Bevölkerung. Denn wenn man als Mensch mit Herz und Verstand einmal in Hatin oder Dremjewo war, dann zerreißt es einem das Herz. Und automatisch möchte man nichts sehnlicher als Frieden nach dem Besuch einer solchen Gedenkstätte. Kriegspropaganda bedeutet unter anderem die Entmenschlichung des Feindes. In diesem Fall wäre es kontraproduktiv für den kollektiven Westen, wenn der Westen Emotionen, positive Emotionen für das Volk Russlands und Weißrusslands hegt. Und es wäre besonders kontraproduktiv, wenn man durch das Aufdecken dieser Verbrechen Deutschlands und der Faschisten plötzlich merkt, die Unmenschen sind auf der eigenen Seite. Das würde sowohl das eigene Militär demoralisieren und feindlich gesonnen zu sein, muss das Volk eines Landes auch feindlich gesonnen sein. Und das würde auch das gesamte deutsche Volk demoralisieren. Mit dem Wissen dieser furchtbaren Verbrechen würde kein normaler Deutscher wie meine Freunde jemals negativ, bösartig gegen Weißrussland und Russland ziehen wollen, in den Krieg ziehen wollen, oder? Und das ist also ganz klar, jede Form von Menschlichkeit auf der Seite des Feindes, jede Form von Mitgefühl muss unterdrückt werden und so streicht man zum Beispiel solche Artikel bei Wikipedia. Wir leben leider in
in Zeiten, wo, ich formuliere das mal so, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland von einer Krankheit befallen worden ist. Diese Krankheit wird vorbeigehen und wir werden wieder in einen vernünftigen Miteinander übergehen. Wie lang die Zeit der braucht, bis die Heilung stattgefunden hat, weiß ich im Moment nicht. Aber sie wird kommen. Weil der Zustand, so wie er jetzt ist, ist unhaltbar. Das geht gar nicht. Bis das so ist, ist diese Volksdiplomatie unglaublich wichtig. Dass Menschen aktiv werden, aus sich heraus sich selber ermächtigen und sagen, ich bin damit nicht einverstanden, was in Europa passiert oder was in der EU passiert, und selber etwas machen. So wie ich, ich habe es ja auch von mir aus gemacht. Ich habe es selber gemacht. Mich hat keiner beauftragt, sondern mein Gewissen. Als ich verstanden habe, dass die westliche Politik keine gute Politik ist, habe ich mich selber gefragt, was kann ich denn machen? Also ich habe auch einen Sohn und ich möchte nicht, dass unsere Kinder wieder aufeinander schießen. Und ich bin einfach aufgestanden, ich habe es einfach gemacht. Ich bin damals nach Russland geflogen, über Freunde, die mich mit eingeladen haben, einfach mitzukommen, und habe gelernt, dass Russland kein Feind ist. Also wer sagt, dass Russland ein Feind ist, lügt. Und über Russland bin ich nach Weißrussland gekommen und habe Weißrussland lieben und schätzen gelernt. Und die Menschen, die weißrussischen Menschen sind so, so toll. Und dieses Gefühl möchte ich nach Deutschland transportieren, und das geht nur über Volksdiplomatie. Es ist der Boden einer Pflanze, wo etwas wachsen kann. Der Boden ist da in Deutschland, auch in anderen Nationen in Europa, und wartet eigentlich darauf, dass er begossen wird, dass da was wachsen kann. Er ist vorhanden. Und ich denke, der Weg über die Volksdiplomatie ist im Moment der einzige und der richtige Weg. Es geht im Moment nicht anders. Die offiziellen Kanäle sind blockiert. Da die offiziellen Kanäle haben unsere westlichen Eliten voll im Griff. Und daher freue ich mich auch so sehr, dass wir alle es geschafft haben, mit 50 Menschen aus Deutschland oder aus Europa, kann man ja sagen, den Weg hierher gefunden zu haben. Das finde ich unglaublich wichtig. Und ich möchte da in dem Zug auch dafür werben, dass Weißrussland Volksdiplomatie, Menschen, die sagen, mit offenen Herzen, also mit geradem Rücken, offenen Visier, die sagen, ich bin hier, lasst uns reden, gefördert werden. Dass sich Weißrussland nicht versteckt. Ich weiß, dass die Situation im Moment kritisch ist mit dem Ukraine-Konflikt, aber Weißrussland ist nicht Kriegspartei. Hier ist ein friedliches Land und ein friedliches Volk. Ich weiß das. Und vielleicht sollte Weißrussland da so einen Schritt nach vorne gehen, etwas Vertrauen aufbringen. Und die Menschen, die gerne nach Weißrussland kommen möchten und sehen möchten, die selber ihr eigenes Bild machen möchten, fördern. Ich muss jetzt noch etwas Wichtiges sagen dazu, zu der Frage mit dem Faschismus. Ich bin Westdeutscher. Es gibt Ostdeutsche und Westdeutsche, die sind sehr unterschiedlich aufgewachsen, auch in der Schule. Die Ostdeutschen haben viel gehört oder einiges gehört über den Krieg in Russland, den Vernichtungskrieg, ja, den Generalplan Ost, wie das hieß. Wir im Westen nicht. Wir haben davon, bei uns ist der Fokus auf der Vernichtung der Juden gewesen. Ich habe die ganze Oberstufe habe ich in Geschichte mich mit dem Thema beschäftigt in der Schule. Und ich war arrogant genug zu meinen, dass man mir nichts Neues, nichts wirklich Neues über den Zweiten Weltkrieg erzählen kann, und habe dann erfahren, dass ein Drittel der Bevölkerung in Weißrussland tatsächlich ermordet wurde, und die Planung eben waren auf 75%, die vernichtet werden sollten. Und das ist nicht bekannt bei uns. Also das müssen Sie verstehen. Es gibt nur eine einzige Dokumentation, die im Jahr 2000 hergestellt wurde von einem Kollegen von mir, den ich auch noch kenne. Und dann gab es einen riesen
Skandal wegen diesen Thesen, dass auch die deutsche Wehrmacht, also, und das waren ja die Polizeiverbände, es war die deutsche Wehrmacht, es war die SS, SS war immer klar. Und dazu muss man wissen, dass der Generalstabschef des deutschen Heeres, Halder, der diese Befehle mitverfasst hat, der hat in der amerikanischen Armee die Geschichtsschreibung des Zweiten Weltkriegs niedergelegt. Das heißt, wir sind alle beeinflusst von jemand, der seine eigenen Verbrechen vertuschen wollte. Und das ist gelungen in Deutschland. Das betrachte ich als Aufgabe als Journalist. Das ist meine Aufgabe als Journalist, weil der Abstand zwischen der Wahrheit und dem, was wir wissen, sehr groß ist, diese Sache zu ändern, indem man klar macht, es geht nicht darum, dass wir sozusagen die Schuld, ich bin ja in meiner Generation nicht schuld, aber wir haben eine Verantwortung und die Verantwortung heißt, dass wir, ich habe in einem Interview gesagt, wir schulden Ihnen die Wahrheit, Sie schulden uns nichts, wir schulden Ihnen die Wahrheit. Ich sage manchmal, ich habe den Geruch von Weimar in der Nase in Deutschland. In gewisser Weise erinnert mich das, was im Moment passiert, an also der Klemperer, also einen deutschen Juden, der beschrieben hat, wie es langsam losging mit der Ausgliederung der Juden aus dem normalen Leben. Und ähnliche Situationen, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass in Deutschland Sputnik und RT abgestellt wurden und es gab keinen Protest von den Kollegen. Das ist unglaublich. Das ist ein Verstoß gegen alle Regeln, die besagen, dass wir brauchen Korrespondenten, die uns die andere Seite erklären, also die uns erklären, wie die Interessen sind. Und das ist ein Warnsignal bereits. Ich glaube, dass das Problem ist die, eine durchgehende Verlogenheit in unserem System, die das nach einem Freund-Feind-Denken funktioniert und mit allen Werkzeugen, die vorhanden sind, versucht, ein Imperium zu stabilisieren, wo wir in Wirklichkeit in einer Welt werden zusammenleben müssen, in der wir alle gleichberechtigt sind und uns verstehen und versuchen zu verstehen und Regeln aufstellen, die wirklich von uns allen akzeptiert werden kann. Die Regel kann nicht lauten, dass eine Nation exzeptionalistisch ist und Manifest Destiny, wie das heißt im Amerikanischen, das sind Denkstrukturen, die veraltet sind. Und ich würde auch sagen, dass das faschistische Denken ist nicht wirklich tot, sondern das hat sich zum Beispiel bei uns in der Wirtschaftsordnung, also dieser Sozialdarwinismus existiert im Kapitalismus immer noch, ja, und weiter. Und das ist kein humanistisches Menschenbild, was sich daraus ergibt. Das sind alles ungelöste Probleme, die sich jetzt in dieser aufplatzenden Eiterbeule zeigen. Und die einzige gute Möglichkeit ist, dass wir unsere Gespräche intensivieren, die Verbindung intensivieren. Und dass Sie wissen, dass wir eine Regierung haben, die sehr schwach ist und die keinen Mut hat. Also es fehlt die sanfte Härte eines Mahatma Gandhi, der weiß, was er will und das durchsetzt und das mit guten Methoden macht. Das haben wir nicht. Und die Deutschen sind auch in gewisser Weise entkernt. Also das, was uns gut gemacht hat, ist nicht mehr da. Und das, was uns schlecht gemacht hat, ist zur Seite gerückt, und das ist eigentlich eine riesige Aufgabe, wo wir auch Hilfe und Unterstützung brauchen. Aber das Endergebnis muss so sein, dass wir zusammen in einer Welt leben, wo wir uns nach Regeln verständigen, die für alle gelten können. Und die Regeln, die gesprochen und veröffentlicht werden, sind die gleichen, nach denen gehandelt wird. Davon sind wir weit entfernt. Also Tatsache ist, wir sind Millionen Menschen alleine in Deutschland, die keinen Krieg wollen. Wir, die normalen Menschen, haben kein Interesse an Krieg. Ein Interesse an Krieg ist abstrus, es ist Blödsinn. Ja? Außer vielleicht, wenn ich Aktionär oder einer Waffenfirma bin. Ja? Der normale Mensch hat nie Interesse an Krieg. Ich hatte das große Glück in Japan, ich war in Japan, Korea, China, ich war tief in Afrika, in der Volksrepublik Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo. Ich war in den USA, ich war in der Karibik, ich bin viel in Europa rumgereist. Ich konnte immer viel mit Menschen sprechen und die Menschen haben alle die gleichen Sorgen, ihre Familie, also das normale Leben. Ich habe niemanden getroffen, der Spaß an Krieg hat.
Also warum ist das so? Wieso leben wir in Zeiten, wo wir ständig wieder am Rande eines Krieges stehen? Das hat ja Gründe. Und diese Gründe müssen angesprochen werden. Da muss der Scheinwerfer drauf. Warum ist das so? Wieso? Was ist los mit euch? Was stimmt mit euch nicht? Das muss adressiert werden. Und vielleicht sollte Weißrussland mit der Presse mal mehr entsprechend Bericht erstatten. Also was ich so hier in Weißrussland in der Presse wahrnehme, also ich lese jetzt nicht explizit weißrussische Zeitungen oder konsumiere nicht explizit weißrussische Medien, aber ich über Belta lese ich ja die deutschsprachigen Nachrichten immer wieder mal. Und ich wundere mich, dass Deutschland so mit Samthandschuhen angefasst wird. Deutschland ist brutal euch gegenüber, schonungslos, hemmungslos brutal. Und die weißrussische Öffentlichkeit ist so, ja, das wird schon. Nein, das wird nicht. Nein, das wird nicht passieren. Der Westen wird euch abwatschen. Ihr werdet wieder leiden müssen. Ich möchte nicht zu emotional werden, aber ich würde Weißrussland eine andere Politik empfehlen, zu sagen, Leute, hier ist Schluss. Das habe ich hier erlebt, genau das. Ich treffe hier nur Menschen. Also gestern in Hattün waren zwei Frauen, die sind auf uns zugekommen und haben sich bei uns bedankt, dass wir gekommen sind. Also erstmal Dankeschön, super, aber also wir danken, dass wir hier sein durften, dass wir hier sein dürfen. Weißrussland hat nichts Schlimmes gemacht. Sie haben ihr Land im Zweiten Weltkrieg verteidigt. Vollkommen normal. Was Deutschland damals gemacht hat, ist eine Katastrophe. Trotzdem haben sich zwei unabhängig voneinander Frauen für unser Dasein, für unser Erscheinen in Hattün bedankt. Das ist totaler Wahnsinn. Wir müssen danken. Wir haben zu danken, dass wir eingeladen worden sind. Und unsere Mission besteht daraus, diese furchtbar unzähligen Schreckensorte des Zweiten Weltkriegs persönlich zu besuchen und all das, was wir dort Furchtbares gesehen haben, unseren deutschen Mitmenschen nahezubringen, aber auch international wollen wir quasi auch diese grausamen Wahrheiten verbreiten, um die Geschichte wieder ins kollektive Gedächtnis zu bringen. Wir sind der Meinung, jeder Mensch, der davon erfährt, möchte Frieden mit Weißrussland und Russland. Es ist die zu wissen, wie Faschismus vor allen Dingen in die Köpfe der Menschen gelangt ist. Es ist ja eine Handlung aufgrund jahrelanger Manipulation, Konditionierung und Propaganda. Wenn man das versteht, wenn man das einmal versteht, Faschismus ist nur ein Beispiel, was man mit dem menschlichen Gehirn anstellen kann, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und wenn man diese Mechanismen dieser perfiden Psychologie durchschaut, dann weiß man, dass eine große Anzahl der Menschen leider auch heute noch damit infiziert werden können, mit einer Art Faschismus, die ein anderes Gesicht hat, der nicht nur braun ist, wie der Nazi-Faschismus, sondern eventuell bunt ist, wie wir es in der heutigen Zeit sehen auf der Welt. Ich denke, dass unser aller wichtigste Arbeit ist, mittels der Aufklärung, mittels der wahrhaftigen Aufarbeitung der Geschichte, ein starkes Immunsystem bei allen Menschen auf der Welt gegen Faschismus zu entwickeln. Ein geistiges Immunsystem. Und darum machen wir das, weil wir denken, wir sind das Vitamin C mit dieser wahrhaften Geschichtsaufbereitung ist Vitamin C für das geistige Immunsystem.